Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Assassin's Creed 4. Wir stecken hier gerade mal kurz fest, aber wir lösen uns gerade wieder. Oh Scheiße, diese scheiß Schiffe haben uns entdeckt. Achtung, Einschlag! Ich bin auf dem Weg zu der einen zum einen Wrack der Adocha, wie der heißt. Komm, Unterstützung, Captain! Wo ist der verfluchte Bunker? Mann. Diese verfickten Schiffe nerven mich. Ich will hier einfach nur so schnell wie möglich weg. Das eine Schiff sieht mich noch, das andere ist weg. Wir stoßen zusammen! Pass doch auf! Feuer! Ah! Ja, ein guter Treffer! Feindliche Verstärkung, Captain! Feuer! Wir ärgern! Spanier! Na, warte! Feuer! Komm, sie verwundbar! Ich gehe am Tor zur Hölle! Bleibt Feuer! So, ich will mich auch nicht mit dem befassen. Eine scheiß Schiff ist mir immer auf Fersen. Feuer! Lassen Sie die Haken fliegen und entern, Sir! Nee, ich habe hier noch so ein Problem mit ein paar anderen. Aufgeilen! Nehmt Druck vom Baum! Rollt die Topsegel auf, Männer! Sie darf uns auf keinen Fall rammen, Captain! Feuer! Bis dahin, Sir! Müsst ihr mich herausfordern? Feuer! Bereit! Feuer! So gut wie Feuer! Fertig! Feuer! Triff sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Auf große Distanz ist der Mörser ideal. Wo ist der verfluchte Pulverhase? Oh, nee. Komm. Alle Segel, bitte. Ich hab's eilig. Alter! Alter, dieses eine Schiff! Dieses eine verkackte Hurenschiff! Ich glaube, ich raste jetzt aus. Genau, das werde ich. Ausrasten. Nur weil der mich im auf dem Kick hat, kann ich das scheiß verkackte Missionsding nicht machen. Und der ist noch nicht mal auf uns gerichtet. Jetzt ist er auf uns gerichtet. Mir egal. Ich werde jetzt Gas geben. Schon, treff die Bastarde! Ja klar treff ich die und jetzt volle Breitseite! Da ist ihre Schwachstelle! Feuer! Auf dein Zeichen, Captain! Auf große Distanz ist der Mörser. So. Du wirst dich uns nicht mehr in den Weg stellen. Die Ram war einfach weg. Die Rambone war jetzt. Zusammen. Danke. Ein Wrack mehr. Achtung, Edward. Minen im Wasser, Captain. Und getroffen, Sir. Ist mir egal. Alle unter großen Bergen. Alles bis auf Haus, bitte rennen! Und haben sie uns! Das ist mir egal. Wir reiten den Wind so gut wie so, jetzt können wir da runter. Sieh doch, Captain! Da ist etwas im Wasser! Ja, ich seh's.
Wir zerschellen an Land, Sir! Werft die Top und welches Land? Land? Schisse. Ich finde das sowieso lustig. Der schwimmt erst hinterher und die Tauchglocke ist nur dazu da, um Luft zu holen. Ganz ehrlich, da unten gibt es genug Sachen, die... So, 7 Sachen gibt es hier zu finden. Zumindest 7 Truhen. Wir suchen eigentlich nur einen Plan. Eigentlich bräuchte ich euch nicht mitzunehmen, weil es wird wahrscheinlich nichts Aufregendes hier geben. Aber frag ist frag, Truhe ist Truhe. Gehört dazu. Haie gibt's hier bestimmt auch. Jo. Und zwar hier. So, die plündere ich jetzt schnell. Oh, hi, 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 hi. Hi, hi! Unrealistisch. Wisst ihr warum? Haie greifen Menschen nicht an, wenn man schwimmt. Ah, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich war nicht lang genug drin. Scheiße. Die funktionieren nur einmal. So, Schatz. Komm her. Boah, hier unten gibt es aber verdammt viele. Nein. Nein, nein. Und tschüss. Hier. Ich muss mal nachgucken. Die Truhe. Wo ist die? Ich habe gleich mehrere Verfolger, wenn ich nicht aufpasse. Unter Wasser plündern, ach, ist so geil. Okay, nächste. Die da. Au. Au. Stachelig und schmerzhaft. Und warum gibt's hier überhaupt Haie? Na gut, es ist unter Wasser, aber muss das sein? Haie, Seeschlangen. Scheiße, nein. Oh, Scheiße. Alter, ich sehe jetzt diese Scheißkiste nicht mehr.
glaube, im Schiff bin ich sicher. Ich habe, glaube ich, den Plan gefunden. Und weiteres Geld. So, jetzt muss ich nur noch die Kiste finden und dann war's das auch hier schon. So, jetzt raus. Den suchen. Der ist oben irgendwo. Wo geht's denn hier raus? Scheiße, ich hab mich ver... Alter, wo kommen die Stacheldinger her? Oh, ich hab mich verlaufen. Verlaufen ist das falsche Wort. Verschwommen. Boah, ich sehe schwarz. Das erste, was ich mache, ist zu dem Luftfass gehen. Boah, ich sehe nichts. Rein da. Das letzte Luftfass. Alter, da oben ist ein Wal. Au. Scheiße ich jetzt mal gepflegt drauf. So. Dann können wir hier auch abdampfen. Auf geht's zu weiteren Abenteuern. Ich habe nämlich zwei Haie im Nacken. Schön wäre es, wenn ich beim nächsten Tauchgang keine Haie mehr sehe. Zieht mich hoch, hier ist mir zu gefährlich. Jo, das hätten wir auch erledigt. Und ich denke mal, ich mache das einfach nur noch diesen Part und den Rest mache ich einfach so. Denn, war nichts Besonderes, oder? Also, ich finde jetzt, war nicht besonders. Oder, was meint ihr? Also, ich finde, sie haben zurzeit Rang 7000... Oh. Ich finde den Rang sogar gut. Ah, wir haben schon so spät. Da gibt's ein Attentat. Gut, dass ich das weiß. Dass ich den da sehe. Da wollen wir hin. In vollen Zügen. Wir haben einen Wrack abgeschlossen, einen zweiten schaffen wir auch noch in der Aufnahmesession. Ach, Verfolger, ey, wie die mich nerven. Ganz ehrlich. Oh, scheiße, der eine kommt verdammt schnell nah. Aber zum Glück kommt das, Schiffswrack mir noch näher. Und zwar schnell näher. Me and so to sail and I.
Oh, scheiße. Dran vorbei. Mein Fehler. Ich hatte gerade wieder eine Skype-Nachricht. Ich muss nur schnell tauchen, bevor... So. Dann hoffe ich mal, dass es da unten nicht wieder so viele Hai hier gibt. Aber wieder viele Truhe. 8 Stück. Werden ja immer mehr. 6, 7. Jetzt 8. Ja. Die Quallen sind hier die gefährlichen diesmal. Ich finde, ihr solltet wirklich alle Schiffswracks sehen. Au! Wow! Seeigel hauen rein. Das Geld hier auch. So, Haie sind hier erstmal auch keine. Aber wo sind die nächsten? Oh. Oh. Das geht ungefähr hier entlang. Wird lustig. Ganz ehrlich, das wird's. Ich freue mich drauf. Ah, gibt's doch bestimmt auf der anderen Seite Haie. Ah. Ich muss von der anderen Seite kommen. Warte mal, wenn ich... Oh, Moment mal. Von der anderen Seite? Ja, leck mich fett. Wieso ist das Gebiet nicht verfügbar? Weil ich mich immer weiter entferne. Und hier gibt's noch zwei. Alter, komme ich hier nicht. Komm, ich... Benutz mal die Tauchglocke, sonst saufe ich hier noch ab. So, vielleicht gibt es hier irgendein Reinkommen. Hier. Komme ich irgendwie rein? Und da werde ich wieder bestimmt, aua, ausgestoßen. Hey, da ist das Licht. Oh, ist das geil. Yep. Erste Lichtfragmentchen. So. Ey, die Höhle sieht einfach geil aus. Wuhu. Au, Segel. Noch ein Segel. Und ein Fass, was ich jetzt benutzen sollte.
So. Du tust mir weh, du scheiß Molch. Oh, scheiß Seeschlange. Muräne. Ah, da leucht's. Ah ja, jetzt weiß ich, wie ich laufen muss. Ich meine schwimmen. Scheiß. Au! Qualle. Ja. War mir ja so klar. Wie schade, dass ich gleich die Aufnahme schon beenden muss. So, dann geht's jetzt hier schön weiter. Lasset mich in Ruhe, scheiß Qualle. Boah, der ist jetzt schnell unterwegs. So, runter geht's, weiter geht's. Ich brauche die Kiste. Wo ist die Scheißkiste? Ist doch hier irgendwo. Ist doch. Da. Hier entlang weiter. Wow. Spiel in seiner ganzen Schönheit. Unglaublich. Das ist wie so einfach genial. Diese Farben. Oh, das ist einfach schön. Na, Qualle, Qualle, Qualle. Noch eine Qualle. Viele Quallen. So, ich muss jetzt langsam schnell Luft holen. Sonst verrecke ich. Ich werde sterben. Wohl. Nah dran. Nah dran. Oh, Rettung in letzter Sekunde. Wow. Ich bin an Land. Hier ist der Plan versteckt. Wuhu. Noch einen Schatz. Gibt's. Da war er. Da war. Das ist nicht. Das ist nicht euer Ernst. Jetzt sagt mir nicht, ich hab den verpasst. Okay, ich hol den offscreen. Ich hab ja alles. Alter. Also. Können wir gern noch mal weitermachen. Ich meine jetzt das. Au! Leck mich! Na super. Jetzt bin ich schon wieder hier. Keine Haie. Da bin ich froh drum. Was für ein geiler Mal. So, und tschüss.
Naja. Somit haben wir alle erkundschaftet. Also all das hier drin, was da drin war. Erkundschaftet. Die anderen werde ich... Warte mal, da ist ein Fragezeichen. Fragezeichen? Fragezeichen ist interessant. Würde mich mal interessieren, was da drin ist. Ich mach das so wie vielleicht mit den... Nebenmissionen und so. Ich schau mir das an. Und wenn es sich lohnt, zeige ich es euch. Wenn nicht, obwohl es ist doof, da nicht runterzugehen, ganz ehrlich. Aber ich habe jetzt leider keine Zeit mehr. Deswegen bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Zwinita.